So klingt das fulminante Ende von 28 Jahren Erstligasehnsucht. Eintracht Braunschweig zurück im Oberhaus. Im heimischen Stadion der ekstatische Empfang durch 10.000 Fans. Nach dem entscheidenden Spiel in Ingolstadt und dem Siegtreffer in der Nachspielzeit. Dem Moment purer Freude. Ja, ich glaube, da fühlst du gar nichts mehr. Du genießt einfach nur. Wir haben immer dran geglaubt, auch gestern im Spiel, dass wir das schaffen. Emotionaler Moment, einfach sensationell. Lange hatten die Fans warten müssen auf den Erfolg und auf einen Erfolgstrainer. Thorsten Lieberknecht übernahm in der Saison 2007-2008, schaffte im letzten Moment die Qualifikation für die neu gegründete dritte Liga. 2011 der Aufstieg in Liga 2 und nun die emotionale Krönung. Dabei steht die offizielle Aufstiegsfeier noch aus. Das ist ein Vorgeschmack auf den Pfingstmontag, wo hier wahrscheinlich alle Dämme brechen werden. Und wir haben von Kilometer zu Kilometer mehr erfahren, was hier los sein wird bei der Ankunft. Und das ist schon sehr, sehr bewegend. Ich glaube, wir genießen es einfach im Moment, was hier alles abgeht. Ich glaube, das, was die Jungs gerade singen, oh, wie ist das schön, das trifft es am besten. Ich glaube, wir haben eine grandiose Saison gespielt und haben uns jetzt wirklich belohnt dafür. Die Fans haben sich vor allen Dingen belohnt dafür, weil sie uns immer unterstützt haben. Wahnsinnsmoment.